Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genusssucht. Als der Dämon Lord Baal mit seiner Armee anrückte, wurde das Tal in kurzer Zeit überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Nach einer derart eklatanten Missachtung eurer Pflichten erscheint mir euer Schicksal wohlverdient. Auch ich gebe mich gerne den sinnlichen Freuden hin, man ging mit euch zu hart ins Gericht. Danke für euer Verständnis, wenn nur jeder so denken würde. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxus trennte meine Seele von meinem Körper und verbannte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Geht zum Tempel und bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Andrusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Könnt ihr mir noch etwas über Maxus erzählen? Er war ein Zauberer mit so großem Wissen, dass er bei den Drachen ein hohes Ansehen genoss. Sie lehrten ihn Dinge, von denen kein Mensch je zuvor gehört hatte. Und als er seinen Drachenturm erbaute, ein riesiges Bauwerk voller Magie, vermachten sie ihm die ultimative Fähigkeit. Wie sie konnte er gewöhnliche Menschen in Drachenritter verwandeln. Dadurch wurde er, abgesehen von der alten Rasse, zum mächtigsten Wesen von ganz Rivalon. Er hätte diese Welt erobern und versklaven, oder sie in ein Paradies verwandeln können, wenn er dies gewollt hätte. Aber diese Art von Herrschaft und Macht, sei sie gut oder böse, interessierte ihn nicht im Geringsten. Für ihn ging es nur um Wissen, während seine Drachenritter über Rivalon herrschten. Ritter wie Orovas, Talana und ich selbst. Bis er eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand und nie wieder gesehen wurde. Okay. Das war vor ungefähr 1000 Jahren. Sein Drachenturm stand so lange leer, bis Lycan eines Tages das magische Siegel aufbrach und den Turm als Labor für seine finsteren Experimente nutzte. Was ist der Unterschied zwischen Drachen und Drachenrittern? Die Drachen sind die Alten. Die Drachenritter ihre mächtigsten Diener. Menschen werden in jungen Jahren von Drachen auserwählt und mit Drachenmagie durchdrungen. Sie werden mächtiger und intelligenter als gewöhnliche Menschen und leben sogar länger. Aber ihre eindrucksvollste Fähigkeit ist es, die Gestalt eines Drachen annehmen zu können. In der Gestalt unserer Drachenmeister sind wir, die Ritter, die Könige unter den Menschen. Herrscher mit unerreichter Macht. Als sich im Laufe der Jahrhunderte die richtigen Drachen immer seltener zeigten, unterschieden die Menschen nicht mehr zwischen beiden. Heutzutage wissen sogar einige nicht mehr, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Einen großen Unterschied. Erzählt mir von Andusias. Vor langer Zeit wurden Andusias und ich von Maxus dazu auserwählt, Drachenritter zu werden. Aber eines Tages, wir waren nicht älter als 17 und so übermütig wie alle jungen Leute, versuchten wir Zauber zu sprechen, die unsere laienhaften Fähigkeiten überstieg. Ein Feuersturm fegte durch eine kleine Stadt und tötete hunderte Bewohner. Voller Ehrfurcht starrten wir auf die schöne apokalyptische Szenerie, bis unser Lehrer kam. Außer sich vor Wut wollte er uns die Zurückhaltung und Verantwortung lehren, die der Weg des Zauberers erfordert. Und um sich unsere Bereitwilligkeit sicher zu sein, sagte er, dass nur einer von uns Drachenritter werden würde.
Seit diesem Augenblick waren Amdusias und ich erbitterte Rivalen im Kampf um die Drachenwürde, den ich letztendlich für mich entscheiden konnte. Amdusias blieb Messdiener im Maxos-Tempel, wo er nun mit unbändiger Freude im Besitz meiner Seele ist. Es überrascht mich, dass ihr noch nicht auf meine silbernen Augen eingegangen seid. Was bedeuten sie? Dass ihr einst ein Drachentöter wart? Nur wenn das Blut des Drachen wie tausend Flammen der Macht und Weisheit durch eure Adern fließt, seid ihr wirklich neugeboren. Was davor geschehen ist, spielt keine Rolle. Es war ohne Belang und Auswirkung. Ihr sucht diesen Turm also seit über 1000 Jahren heim? Ja, das tue ich. Und ich wurde in all diesen Jahren weiser und verbitterter. Die meisten haben mich vergessen, aber ich habe Rivalon nicht vergessen. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Damian mit all seinem Hass Rivalon zerstörte. Es ist gut zu wissen, dass wenigstens eine andere Person versucht, sein Schicksal zu besiegeln und gleichzeitig die Ehre der Drachen wiederherzustellen. Warum kann ich noch nicht die Gestalt eines Drachen annehmen? Nur die reine Drachenenergie, die in Maxos Drachenstein eingeschlossen ist, kann das in euch schlummernde Drachenpotenzial freisetzen. Er befindet sich jedoch im Drachenturm und in diesem herrscht Lyke. Wer ist Lyke? Er ist ein Nekromant und wahrscheinlich die abscheulichste Kreatur von ganz Rivalon. Sogar krankhafter als der Verdammte. Und in seiner Macht nur Damian unterlegen. Tod, Pein, Verstümmelung und schreckliche Auferweckung sind sein Leben und seine Leidenschaft. Krass. Um ein Drache zu werden, müsst ihr ihn vernichten. Eine Tat, von der viele träumen. Aber niemand hat es jemals gewagt. Ich muss gehen. Wie ihr wünscht, Drachenritter. Ich kann nicht spüren, dass ihr meine Seele bei euch habt. Warum seid ihr auf ein paar Stunden gekommen? Okay, also haben wir einen neuen Auftrag. Und zwar Lord Lovis seine Seele zurückbringen. Dann wollen wir noch mal. Aber erst gehen wir in sein Verlies. Bevor wir uns hier auf den Weg nach Maxos Tempel machen, gehen wir in sein Verlies. Das wird... War das denn nochmal? Irgendwas muss ich mal schnell orientieren. Genau, hier unten war das. Ah ne, hier geht's ganz runter. Das war so nicht gedacht. Genau. Ups.
das vergisst. Guck mal, was wir hier schönes haben. Ein paar Kisten ist schon mal gut. Jeden Scheiß. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Jeden Scheiß müssen wir auch nicht. Ich kenne euch nicht, aber macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses und ich will nicht sterben. Lasst uns daher einfach reden und vielleicht sogar handeln. Handeln klingt nicht schlecht, lasst mich eure Waren sehen. Ihr werdet nicht enttäuscht. Liegt euch weder zu Fuß noch hegt der Gräuel gegen euch. Oh, geil. Das will ich haben. So, das Schild kommt weg. Was haben wir denn hier noch Schönes? Fernkampf, Rüstungswert. Crab. Nö. Brauchen wir nicht. Das können wir auch mal ein bisschen verkaufen. Heilung nicht. Belebung. Mana-Punkte wieder hin. Da wir kein Mana benutzen, brauchen wir die nicht. Das sind Mana-Tränke, können wir verkaufen. Intelligenz. Ups, das war aber jetzt nicht klar, aber egal. Das Schwert, was wir bekommen. Aber wir tragen das neue Schwert schon gut. Dann wollen wir nochmal mit ihm reden. Zum Handeln. So. Kaufen wir das Schwert. So. Dann nochmal die ganzen Tränke, die wir nicht brauchen. Die ganzen Tränke, die ich ja wirklich brauche, sind Heilung. Die anderen kann ich alle verkaufen. Noch irgendwas, was wir kaufen können. Ne, den Rest behalten wir lieber. Die ausgerüsteten Gegenstände hier verkauft man sowieso nicht. Sehr schön. Zurückgekehrt. Ihr sagt, ihr wollt nicht sterben, aber wie könnte das einem Skelett überhaupt widerfahren? Oh nein, so einfach ist das nicht. Ich habe von Skeletten wie mir gehört, die wegen zu vieler existenzieller Gedanken einfach in sich zusammengefallen sind. Aber denkt doch mal drüber nach, ihr verfügt nicht einmal über das Fleisch und die Muskeln, die eure Knochen zusammenhalten können. Das kann zu nichts Gutem führen. Und eure Stimme, woher kommt die? Wo kommt die her? Wie ist gar mein Zweitsee? Wie könnt ihr mich sehen? Wie hört ihr mich? Schön, vielen Dank. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was alles hätte passieren können. Karlin, der alte Schmied von Lord Lewis, recht berühmt zu meiner Zeit. Aber Ruhm vergeht, nach ein paar Jahrhunderten müsst ihr wissen. Heute bin ich ein typischer verfluchter Untoter. Eine langweilige Existenz. Das könnt ihr mir glauben. Viel Glück. Okay, dann wollen wir mal eben speichern und nochmal gucken, ob wir ihn das nochmal fragen können, weil es würde mich mal interessieren, was passiert. Seid ihr zum Handeln zurückgekehrt? Na schade, geht nicht mehr. Egal. Viel Glück. Wahrscheinlich wäre er noch in sich zusammengefallen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Oh, was haben wir denn hier? Sieht geil aus. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung.